das Independent-Dasein, also das hat viele Vorteile wie Nachteile. Und der Vorteil ist, wir können unsere eigenen Entscheidungen treffen und wir können uns aussuchen, welche Filme wir produzieren wollen und welche Geschichten wir erzählen wollen. Selbstverständlich stellen wir auch Ware her, wir geben Geld aus, um Geld einzunehmen. So profan ist das, aber es ist natürlich zum Glück auch sehr viel mehr. Auf der anderen Seite, und das ist dann das Negativum oder das Manko an der ganzen Geschichte, wir haben halt auch keinen doppelten Boden oder kein Auffangnetz. Also wenn wir richtig Pech haben oder einen richtig großen Fehler machen, dann sind wir halt pleite und sind wir auch privat pleite und dann muss man wieder ganz von vorne anfangen. Und das ist schon auch spürbar eine Belastung, wenn man ein Problem hat. So unser Markenzeichen ist vielleicht, dass wir nicht so den ganz direkten Weg gehen, sondern dass wir so versuchen halt weniger durchschaubar oder einfach zu sein. Aber ganz klar, wir geben Geld aus, um Geld zu verdienen. Und wir haben, wenn wir einen Film finanzieren, bis zu 10 Partner, denen versprechen wir nichts, was wir nicht halten können. Wir stehen für das, was wir tun, mit Haus und Hof und wie sagt man, mit sämtlichen Haaren, die wir noch haben, zur Verfügung. Aber wir versuchen das Ganze schon so solide zu planen und so solide zu finanzieren und so genau vorzubereiten und zu begleiten, dass da schon sehr viel schief gehen muss, damit es richtig anbrennt. Das ist übrigens, glaube ich, auch in gewisser Weise ein Markenzeichen, dass wir nicht diese Klischeeproduzenten sind, sondern uns also nicht der Meinung sind, besser zu sein als die Leute, die wir anstellen, sondern im Gegenteil die Besten für die unterschiedlichen Aufgaben zu suchen und dann halt Verantwortung abzugeben und uns auch in deren Hände zu begeben. Aber anders können wir es nicht und anders wäre es auch dumm. Und das Klischee stimmt ja auch so nicht. Also also immer seltener. Klar gibt es Joel Silver oder so richtige Machtmenschen wie Scott Rudin, aber wenn man sich dann anschaut, was die für Filme auf die Reihe kriegen, gerade Scott Rudin, dann denkt man sich dann, na gut, das ist vielleicht nicht der angenehmste Mensch der Welt, aber der macht großartige Filme, dann muss er das wohl so tun, wie er das für richtig hält. Viele Regisseure kommen ja auch zu uns, weil sie sich mit ihren Geschichten bei uns ernst genommen fühlen. Das Wesentliche ist, glaube ich, die größte Entscheidung ist, sich in den Menschen nicht zu täuschen. Weil wenn du dich als Produzent für einen falschen Regisseur entschieden hast, als Beispiel, dann ist das halt ein Ärger ohne Ende für alle Beteiligten. Dann ist es auch, glaube ich, fast unmöglich, dass da ein guter Film dabei rauskommt. Und das ist, glaube ich, das, was Produzieren ausmacht. Man muss, und das ist auch das Schöne, weil man da mit tollen Menschen zu tun hat, für alle Aufgaben, die so anstehen, die besten Partner finden und die dann auch bezahlen können. Und mit so vielen begabten Individuen zu tun zu haben und mit denen Entscheidungen zu treffen oder Dinge zu gestalten, ohne selber so gut sein zu müssen wie die, das ist eigentlich das Schöne an dem Beruf.